Also ja, alles Doppelgänger hier. Fress brennenden oder vielleicht frostigen Tod. So, wieder gut Ringe und alles Mögliche. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Seid gegrüßt. Olax, habt ihr aber, bevor ihr noch mehr Schaden anrichtet, muss ich darauf bestehen, dass ihr eine Anhörung bei Ska ersucht, wenn dies nicht bereits geschehen ist. Wir werden mit ihm sprechen, wenn er das wünscht. Wo ist er? Ihr solltet in eigenem Interesse die Genehmigung der Flammenden Faust einholen. Ska wartet durch im Hauptquartier der Flammenden Faust im Südwesten der Stadt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, Ska hat uns doch hierher geschickt. Was ist eigentlich hier drüben? Zweiter Ausgang? Ach, hier ist der echte Yasuo. Wie ihr wünscht. Sonst noch jemand hier unten? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Kommt ruhig her und drangsaliert mich weiter, ihr gestaltlosen Feiglinge. Das könnt ihr euch abspielen. Von mir kriegt ihr kein Sterbenswörtchen zu hören, nicht mal einen Schmerzensschrei. Wir sind nicht die Gestaltwandler, von denen ihr redet. Wir sind Freunde. Ska hat uns gesandt, um nachzusehen, was hier den sieben Sonnen passiert ist. Wer seid ihr? Ihr kennt Ska, ich bin Yasuo, ein Freund von ihm und Inhaber der sieben Sonnen. Ihr müsst mir helfen, hier rauszukommen. Nun ist gut, dass wir euch gefunden haben. Nun können wir rausfinden, was hier vorgefallen ist. Könnt ihr uns erzählen, was wir euch... bevor wir euch wegbringen? Diese Wesen, die Gestaltwandler, haben vor einigen Monaten begonnen, die sieben Sonnen zu unterwandern. Wahrscheinlich haben sie mit einigen weniger wichtigen Angehörigen meiner Gemeinschaft angefangen. Schließlich nahmen sie auch mich gefangen und die Anführer nahmen mein Gesicht an. Sie haben mich am Leben erhalten dann, denn nur ich konnte ihnen die benötigten Informationen liefern. Durch Folter haben sie mich gezwungen, mein Wissen preiszugeben. Ihre Absichten kenne ich nicht, meine Gemeinschaft haben sie jedenfalls sehr schlecht geführt. Ihr sollt eine Reiche entlohnt werden dafür, dass ihr mich gerettet habt. Ska wird euch die Belohnung bei eurer nächsten Begegnung übergeben. Ich muss jetzt gehen, da noch viel von dem zu reparieren ist, was diese Monster angerichtet haben. Ich nehme an, ihr habt euch um die Monster darum gekümmert, doch den Gestank werden wir wohl noch wochenlang ertragen müssen. Ich fühle mich so mit Vergnügen. Ja. Gucken wir mal, was hier noch so rumliegt. Oh, ein Speer. Hier ist nichts. Geld und Zeug. Okay. So, sehr viel Zeug. Das ist ein Hügelriesenstärke-Trank. Okay. Schutzformel. Speer plus 1, stabmagische Geschosse. Ich nie dazu, diese Stäbe zu benutzen, ey. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, gegenüber der sieben Sonnen kann man auch noch rein ins Haus. Ah, das ist aber voll das Haus, okay. Gegenüber der flammenden Faust. Worum geht's? Wie ihr wünscht. Ja, Ska und seine Gefangenen. Womit kann ich dienen? Oh, hi. Was habt ihr hier zu schaffen? Wir möchten mit Ska sprechen.
Ich habe euch schon erwartet. Er ist entweder hier den Gang entlang gegangen oder draußen vor dem Eingang. Er wartet schon eine Weile auf euch, also solltet ihr jetzt gleich zu ihm gehen. Ja, Scar ist hier. Ich stehe zu meinem Wort. Ich sehe, dass ihr zurückgesehen seid. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Doppelgänger hatten viele der höheren Ränge in der Gemeinschaft übernommen. Wir haben alle Monster getötet. Ihr habt einige Doppelgänger erschlagen? Fantastisch. Ich vermute, Laola hat euch bereits über den Unterschied zwischen geduldeten und ungesetzlichen Handlungen aufgeklärt. Nur wir wissen beide, dass diese Dinge nicht immer streng nach den Regeln geschehen können. Ist euch Yasuo begegnet? Ist er am Leben? Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich gesehen... Ja, ist er. Am Leben und bei bester Gesundheit. Yasuo kontrolliert wieder die Geschäfte. Ich bin beeindruckt. Ihr habt euer Wort gehalten und ganze Arbeit geleistet. Ihr sollt für diese Heldentat das Dreifache der vereinbarten Summe bekommen. Ich möchte, dass wir in Verbindung miteinander bleiben, vor allem wenn der Eisenturm tatsächlich das vorhat, was ihr berichtet. Ich habe noch einen Auftrag von euch, der für Interesse sein könnte. Ihr sollt reichen Lohn für eure Dienste erhalten. Möchtet ihr mehr darüber erfahren? Oh, Ruf hat sich um 2 verbessert. Wir sind immer mehr Arbeit interessiert. Worum geht es? Das Problem ist folgende. Nach für Nacht verschwinden Menschen vor den Straßen der Stadt. Meine Männer durchkämmen ständig alle Gassen und Wege auf der Suche nach den Übeltätern. Bislang jedoch ohne Erfolg. Eine allgemeine Furcht greift um sich und kaum jemand wagt sich nächtens noch aus dem Haus. Es muss etwas unternommen werden, und zwar schnell. Wenn ihr bereits den Auftrag zu übernehmen, erhaltet ihr 300 Goldmünzen im Vorhaus. So wie eine Prämie von 1000 Goldmünzen, falls ihr herausfindet, was es mit den verschollenen Bürgern auf sich hat. Was haltet ihr davon? Wir akzeptieren. Eure Aufgabe ist denkbar einfach. Ihr sollt lediglich im Osten der Stadt patrouillieren und einen Eingang zu den Abwasserkanälen finden. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet etwas heraus. Wenn ihr Bescheid wisst, trefft mich vor der Kaserne der flammenden Faust. Unsere einzige Spur führt bis jetzt in die Abwasserkanäle. Also wenn ihr da zuerst suchen wollt, ist das bestimmt eine gute Idee. Wir haben auch Spuren eines Wesens mit vielen Beinen gefunden. Vielleicht handelt es sich um einen monsterhaften Tausendfüßler. Mhm. Unser Ruf ist jetzt wieder 13, also ja, kann er sich mal wieder um 1 verschlechtern. Naja, die Flamme der Faust ist irgendwie mehr Gefängnis als alles andere. Ich muss zugeben, ich war noch nie so glücklich. Ich habe einen Brief von meiner Liebsten erhalten. Sie kommt bald nach Hause. Jetzt brauche ich nur einen hübschen kleinen Ring für ihren hübschen kleinen Finger. Und dann wird alles gut. Aber meine Liebste ist mehr wert als Gold und Silber und hübsche Edelsteine. Sie soll mir nichts Geringeres bekommen als einen Engelshautring. Haben wir sowas? Ja, wir haben sogar 2 davon. Ah, ein Engelshautring. Nichts anderes soll die Finger meiner Liebsten schmücken. Wenn ihr hier Arbeit hier in der Gegend braucht, dann melde ich Pascal, dem stellvertretenden Kommandanten der flammenden Faust. Sagt ihm, ich hätte euch empfohlen. Falls ich einen Engelshautring finden soll, könnte ich damit Fergus, einen Soldaten bei der flammenden Faust, bei seinem Liebesproblem helfen. Oh, noch mehr Rufverbesserung. Wie kann ich helfen? Ich habe Fergus einen Ring gegeben, der seiner Liebsten schenken will. Mit etwas Glück werden die beiden so glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage leben. Wie sollst du die wenigsten nur tun? Zu fragen. Ja, Gefangene. Hier können wir nicht durch. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ihr braucht nur zu fragen. Wir können nur in den Keller, wo einer rumlungert. Ich diene der flammenden Faust. Macht bloß keinen Ärger. Nein, der flammenden Faust Ärger zu machen, ich werde ist mich im keine gute darum Idee. So, das heißt... Ja, vermisste Bürger. Ich sollte die Abwasserkanäle auf der Ostseite der Stadt untersuchen, um herauszufinden, warum dort Menschen verschwinden. Scar in der Kaserne der flammenden Faust, wir wissen wollen, was ich herausfinde. Mhm. Wie ihr wünscht.
Ihr braucht so, das heißt, wir reisen hier in den Osten und steigen in die Abwasserkanäle. Und schon kommt eine Phasenspinne. Lasst sie mich ordentlich verdreschen. Wie ihr wünscht. So, das heißt, wir sollten auf jeden Fall aufpassen, wohin wir latschen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Die gute Sache ist ja die, wir können hier unten wenigstens nicht auf Galatwürfel treffen. Dafür auf Aaskriecher. Oh, hier ist auch nochmal ein Weg nach oben. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Hier sind Schleusentore. Ich verstehe nicht, wofür eine Kanalisation eine Schleuse braucht. Also vielleicht für Hochwasserregulierung bei starkem Regen. Wo und wie ihr wollt. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So, jetzt sind wir beim Helmtempel angekommen. Wie ihr wünscht. Also ja, die Kanalisation von Baldur's Gate ist auch recht groß. Sie müssen und Ihre Runde noch mehr vergrößern. Hat, glaube ich, auch drei Teile. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit mehreren Übergängen und allem. Ah, da ist der Oger Markus. So ein paar kümmerliche Oberflächen bewohner sind gekommen zu sterben. Eine nette Ergänzung für meine Sammlung. Meine kleinen Lieblinge haben wohl viel Not und Pein in eure Reichen auf der Oberfläche verursacht, was? Sie sind ziemlich nützlich dafür, die Menschlinge von der Oberfläche zu holen. Meine Tierchen bekommen das Fleisch als Futter und ich behalte die hübschen Schätze. Meine lieben Tierchen, tötet diese Eindringlinge. Ihr habt geläutet? Das schreit nach Feuerball. Aha. Und gleich noch ein Feuerball hinterher. Das wird kein Wurm mehr. Lass uns ordentlich verwenden. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Olas Saar? Wir haben Wie kann keinen ich Bandzauber gerade. Gucken wir mal, was hat er denn? Den Krummsäbel von 1. Na komm. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut.
würde aber sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Nee, ruhig hier unten. Also, speichern, das ist jetzt 25 mittlerweile, okay. Let's play 25. Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.